Was ist der Boss jetzt da? Jetzt, wo ich die Folge gewechselt habe. Okay, dann gehe ich diesen Weg entlang. Habe ich auch kein Problem mit. Ein Licht. Hä? Ein Irrlicht hat mich entdeckt. Ich halte natürlich nichts aus, weil ich gut bin. Da ist noch eine Quest. Es gibt doch natürlich Himmelsscherben hier in der Nähe. Ich glaube einer. Halt! Eindringling! Einen Schritt weiter! Was bist denn du für ein Viech? Eindringling! Halt! Halt! Eindringling! Eine sprechende Krähe. Ihr habt die Domäne des Schwarzfederhofs betreten. Ihr müsst den Wegezoll entrichten. Fleisch oder Silber? Wählt! Und wenn ich mich weigere? Dann, nun ja, dann wird es euch schlechter gehen. Vogeldreck auf eurer glitzernden Kleidung. Ja, genau. Und unablässiges Krächzen. Wir werden euch die ganze Nacht wach halten. Legt euch nicht mit dem Schwarzfederhof an, Eindringling. Ich werde mitspielen, Krähe. Zumindest fürs Erste. Es gibt zwei Wegezölle, die ihr entrichten könnt. Den Wegezoll des Fleisches und den Wegezoll des Silbers. Wählt! Erzähl mir vom Fleisch. Der Wegezoll des Fleisches verpflichtet euch, unsere Feinde, die verdammten Fledermäuse dieses Waldes, zu bekämpfen. Jedes Mal, wenn ihr eine Fledermaus tötet, dann stoßen wir herab, um uns an den zartesten Teilen der Fledermaus zu laben. Erzählt mir vom Silber. Der Wegezoll des Silbers durchsucht die dunklen Höhlen und fernsten Winkel des Waldes, sammelt glänzenden Silberschmuck von denen, die die Wölfe holten. Es muss glitzern und funkeln. Schmuck, der glänzt, gefällt uns sehr. Herr Sprecher. Ich bin bereit, meine Wahl zu treffen. Dann sprecht, Ungefiederte! Ich fehle den Wegezoll des Silbers. Dann geht in die Höhlen und bringt uns Schmuck. Ein ganzes Stück den Weg hinauf wartet der Sehneschall des Aases im Schwarzfederhof, um euren ach so schön glänzenden Tribut in Empfang zu nehmen. Ich werde das Silber besorgen. Schmuckstücke. Schmetterlingsflügel 4. Versenkte Notizen. Aha. Neues Buch entdeckt. Diese dumme Hexe hat mir alles gegeben. Sie war so scharf auf die Gesellschaft. So gierig nach einem Freund, der keiner dieser nervigen Vögel in dieser bämlichen Winkel des Reichs des Vergessens ist. Sie brachte mir all diese schwarze Magie bei, die ich lernen wollte. Hat mir Willenszauber beigebracht. Dätrische Magie, alles auf einen Befehl hin. Preis war lächerlich. Keine Abmachung will mich verrückt an ihre Seite bringen. Nehmen wir alles mit. Verrotten. Ich habe es natürlich jetzt auch wieder überflogen, weil die Schrift vorzulesen, da ist ja was. Das ist da ein bisschen seid ihr ja. Schwierig. Was habt ihr herausgefunden? Mann, hat er mich ja. Unheimlich. Seht euch diesen Ort an. Er wurde absichtlich in Brand gesteckt. Ihr solltet vielleicht einen Blick auf seine Notizen werfen. Interessant. Warum war mein Vater hier? Und wer ist diese Hexe, von der er sprach? Sag mir, was ihr für jetzt vorhabt. Ich habe das Portal stabilisiert, aber das wird nicht von Dauer sein. Ich muss mich weiter darum kümmern. Würdet ihr zu diesem Hof gehen, den mein Vater erwähnte? Vielleicht kennt dort jemand sein Schicksal. Ich werde das Schwarzfederhof finden. Den. Es ist ja offenbar nicht weit entfernt.
Oh, das gibt's doch nicht. Wie nah kommen die denn ran, bitte? Ja, schieb mich weg. Gegner, die so schwer zu besiegen sind, sind lästig. Hier, Silberpfeil. Hey, da oben ist ein Geist. Hoch und weg ist sie. Hm. Da ist auch wieder einer. Ich bin gefangen und vergessen. Wie so viele andere. Wer seid ihr? Ich bin, was bleibt. Ich habe mich im Wald verirrt, wo mich Wölfe hetzten, bis sie mich schließlich zur Strecke brachten. Ich trauere um euch. Man kann aus diesem Wald nicht entkommen. Ein Dunkelelf hält ein Portal offen. Das ist doch ein Weg aus dem Wald. Welch grausames Schicksal. Wo war er, als ich noch lebte? Hütet euch vor der hohen Heide, aus der der Turm emporragt. Geister, die schon viel länger umgehen als ich, lauern auf seiner Spitze. Hungrig und voller Hass. Kann ich denn gar nichts tun, um euch zu helfen? Für mich gibt es derzeit keine Erlösung. Entflieht diesem Ort der Schatten, wenn ihr könnt. Hm. Das werden wir mal probieren, ne? Wir sind schon wieder bei 7 Minuten, ey. Ich kotze. Diese Kämpfe sind auch nicht gerade fördernd für die Zeit. Silber durch, nehme ich mit. Gegner gibt's offenbar nicht. Oh, Buon, oh, Boss. Ja, der war fies. Der war ein bisschen schwerer. Alter, da ist immer so viel drin. So, hier muss ich hoch. Laberte. Spinnen gibt's auch. Okay. Hier links ist auch irgendwas. So, ein Boss habe ich auf jeden Fall. Oh shit, falsch. Ich
Oh, sind die ätzend. Boah, die fliegen immer so herum und dann findet man die nicht mehr. Erschlagene Abenteurer. Oh, wieder was Silber ist. Oh, Geister. Okay, mal kurz auskundschaften, wo ich hin soll. Jetzt einmal weiter. Da ist der Hof. Ich muss aber, glaube ich, nochmal zurück wegen den Silber. Oder? Ja, ich folge mir erstmal den Weg. Es gibt so einen Kreislauf. Ich kann von oben wieder runterspringen später. Bei Bedarf. Komm. Aber man kriegt Eisenleder von denen. Das finde ich wiederum gut. Wollt ihr etwas, Ungefiederte? Ich, kennt ihr den Rulantil? Ja, der Dunkelelf. Er war ein eifriger Schüler, wenn auch etwas ungehobelt. Er hatte gewisses Talent. Aber irgendwas stimmte nicht mit ihm. Mein Verdacht wurde bestätigt, als er die Krähenmutter im Turm einsperrte. Natürlich hat sie am Ende ihren Willen bekommen. Ich verstehe nicht. Wie hat sie ihren Willen bekommen? Die Krähenmutter ist einsam. Sie bekommt nur wenig Besuch und wir, ihre Kinder, sind nicht die beste Gesellschaft. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir einigten uns darauf, dass Roland Tariel an ihrer Seite zurückkehren würde, wenn wir ihnen die Geheimnisse der Magie lehren. Und nun ist er wieder hier. Ja, die Macht ihres Pakts hat ihn zurück zu ihr geführt. Und nun ist er im Turm eingesperrt. Und das ist auch wirklich gut so. Ihr wollt mit ihnen reden? Roland Tariel hat seinen Schlüssel zum Turm in einer Ruine in der Nähe gelassen. Er ist in einer verfluchten Kiste mit einem feurigen Wächter. Ich will den Schlüssel finden. Vielen Dank, Magister. Fortschrittliche Flöte. Diese Flöte hat eine Inschrift auf der Seite. Ein Geschenk von Mike an seinen Sohn Mike. Sehr gut. Jetzt ist das Geheimnis des Mike auch gelüftet. Er kann sich offenbar mit sich selbst reproduzieren und klonen. So. Ist auch so ein Running Gag, glaube ich, ne? Der ist, den gibt's auch seit Ewigkeiten. Ist das nicht mehr gut? Doch. Feuer und Feuer und Feuer und Feuer. Roland hier, Riels verfluchte Truhe. Öffnen wir die und holen uns die Schlüssel. Oh, ein Konstrukt.
Wo ist denn das hin? Toll. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich mache jetzt einfach noch eine Folge.